Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zur nächsten Partie. Atletico Madrid gegen Olympique Marseille. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, glaube ich, 1-0 gewonnen. Ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht sogar ein 2-0 auswärts. Das war schon mal sehr, sehr stark. Das heißt hier für uns, schön, Tor-News. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Tor-News kriegen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier das Spiel heute gewinnen und ich hoffe auch, dass es euch gefallen wird. Gerne Daumen nach hoch da lassen, das wäre cool. Damit steigen wir rein, ab in die Partie. Bis gleich. So, und eben stand hier auch nochmal das Hinspielergebnis. 1-0 haben wir geführt, die letzte Partie. Und ja, dann schauen, wir haben wieder Anstoß. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal Anstoß hatten, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier Anstoß, das ist gut. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier wieder klarkomme. Nachdem ich die ganzen Tage immer nur Pokémon gespielt habe, ist es schon ganz schön schwierig hier mit FIFA. Riesenmann. Oh, das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Bellerin. Oh, der Pass. Alessandrini kriegt ihn direkt vor die Füße gespielt. Jetzt läuft er da echt wie ein junger Gott. Oh, nee. Okay, wir merken. Das war schon nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht. So, Griezmann. Sehr schön, läuft da. Ist der Ball da entlang? Wow! Sauber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mandanda hält natürlich sehr stark. So, und Pogba, du schlägst die Ecke nicht. Wir lassen das mal von Anderson machen. Und ihr versucht mal, den Tor ein bisschen dicht zu stellen. Es kommt da. Kopfball! Nein, nein, Godin. Ballannahme hat nicht funktioniert. Schade. Also, verspringt da leider der Ball. Okay. Ja, 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 ja. Wunderbar. Ah, abseits. Nein. Was? Wieso? Ich dachte, das wäre gerade richtig gut gelaufen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ja. Verdammt. Bellerin auf Pogba. Oh, direkt auf Mandanda. Ich will überlegen. Links oder rechts? Langes oder kurzes Eck? Und dann ist es einfach direkt auf den Keeper gewesen. Gut, Pogba will schießen. Darf er. Oh, wer war dazwischen, ey? Wer war's? Okay, noch einmal. Pogba. Keiner. Okay. Ah, oh, schöner Schuss, oder was? Ja, ja. Das war in Ordnung, glaube ich. Der hat sich nochmal schön abgesenkt, aber ein bisschen verkehrt. Ja, damit ist die erste Hälfte erstmal durch. Wir haben noch 45 Minuten Zeit, um nochmal einen draufzusetzen oder um einfach das Ergebnis so zu halten. 2-7 Schüsse. Wir sind eindeutig die dominierende Mannschaft. Hey, ja. Wieso kriege ich den Drecksball nicht? Das war so klar, ey. Das war so klar. Du kommst einfach nicht ran. Du kommst nicht ran. Ich stehe immer schon am Ball. Ich stehe die ganze Zeit dran. Und es... Bing, 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 bing. Du kommst keinen Stück ran. Und jetzt ist es 1-1. Gleiche Anzahl Auswärtstore. Jetzt müssen wir einen draufsetzen, ne? Sonst heißt es Verlänge und darauf habe ich null Bock. Darauf habe ich einfach null Bock. Bellerin, jetzt hol dir die Pille doch. Meine Fresse. Du kriegst den Ball halt auch nicht vom Gegner getrennt. Okay. 71 Minuten. Wir schauen mal, ob wir was auswechseln müssen. Ja, Torres. Müsste raus. Wir holen dafür dann Correa rein. Und auf den rechten Flügel. Na gut, Martins kann auch nicht mehr. Das heißt, Correa auf rechts, Mensa in Seto M. Okay.
Jetzt läuft's oben lang. Genau. Griezmann. Griezmann. Der ist drin. Boom. 89. Minute. Yes. Sehr schön. Den haben wir richtig gut gekontert. Sauber. Sehr, sehr gut. Griezmann läuft da richtig stark durch. Eine schöne 1 gegen 1. Bam. Unter die Latte genagelt. Da kann man echt nichts gegen sagen. Super ausgeführt. Und dann er läuft ihn halt auch einfach komplett davon. Oh. Meine Güte, ey. Abwehrriegel. Hier wird nichts mehr durchgelassen. 1:1. Das Unentschieden reicht uns fürs Weiterkommen. Und vorbei die Partie. Wunderbar. Das war richtig wichtig am Ende. Sonst wäre es noch in die Verlängerung gegangen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da nicht mehr volle Leistung hätten geben können. Wir waren noch die dominierende Mannschaft. 9:4 Schüsse. In der zweiten Halbzeit ein Schuss. Griezmann hat das Tor gemacht. Bester Mann. Sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir unseren nächsten Gegner. Saragossa ist es, glaube ich, ne? Genau, Platz 15. Das werden wir mal simulieren, denke ich. Das ist einmal vorgespult. Dann die Sachen hier durchgeguckt. Pressekonferenz, natürlich. Saragossa ist jetzt nicht der Gegner, wovor wir Angst haben sollten. Turnierpreis geht nochmal 86.000. Ist in Ordnung. Uff, ja gut. Was sagt der Kalender? Dann haben wir gleich noch ein Pokalspiel gegen Real. Ja, dann müssen wir einmal die Mannschaft hier komplett umtauschen. Die ruhen sich hier gleich komplett aus, die besten Spieler. Und dann geht es in der nächsten Folge gegen Real weiter. Aber wir müssen natürlich noch das Spiel simulieren gegen Saragossa. Also ich ändere mal ganz kurz die Aufstellung. So, Mannschaft einmal komplett hier durchgerotiert und sieht soweit doch ganz okay aus. Das ist nicht unsere Top-Mannschaft, nicht die allerbeste, die wir haben. Ich habe aber gerade gesehen, dass ich Savic gar nicht auflaufen lasse eine ganze Zeit lang. Hab den einfach vergessen. Okay, dann simulieren wir mal gegen Saragossa. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Wir sind die Heimmannschaft, wir sind nicht perfekt aufgestellt, aber wir sollten immer noch stark genug sein, um Saragossa zu besiegen. André Correa mit dem 1:0 in der 7. Minute. Super. Sehr schön, Jungs. Weiter so, bitte. Weiter so. Danach das Spiel gegen Real Madrid wird auch wichtig. Fernandes mit dem 1:1. Kommt schon. Zweite Hälfte. Haut raus. Gib Gummi. Bellerin kommt jetzt rein. Sollte er eigentlich nicht unbedingt. Aber na gut. Vieto mit dem 2:1. Super. Sehr, sehr gut. Und das gewinnen wir. 2:1. Ich hoffe, ja, Koke, Godin, so, die waren, wurden eingewechselt, das heißt, die sind müde. Na. Pressekonferenz. Loben wir mal unseren Gegner, weil man das ja einfach so machen kann. Ist ja das Stadtderby. Einmal kurz trainiert, dann vorgespult und dann gibt es auch gleich schon die nächste Aufstellungsänderung, damit wir gegen Real Madrid eine starke Mannschaft da haben im Pokal. So, ja, und Vorschlagtrainer, ja klar, du wirst spielen, Pogba, natürlich ist das wichtig, es sieht nicht besonders optimal aus, aber ist okay, darum werde ich mich jetzt auch gleich kümmern, ich bedanke mich soweit erstmal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im Copa de España, Real Madrid gegen uns, ich weiß gar nicht, ist es das Halbfinale, ne? Halbfinale Atletico Madrid gegen Real Madrid. Absolut spannendes Halbfinale erwarten, ist natürlich klar. Steht da irgendwas über, dass ich was gesagt habe? Die Spieler von Real Madrid müssen ihr Bestes geben. Nach einem Feldverweis vom letzten Spiel muss Real Madrid in dieser Partie ohne Willems zurechtkommen. Ja, ist ja okay. Das ist nicht so wild. Wo war es denn die Atletico Madrid? Savic, Coutinho, ja. Hoppa. Achso, die haben hier schon eine voraussichtliche Ausstellung für unsere Mannschaft. Okay. Ja. Mal sehen, ob wir das so auflaufen lassen oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hoffe, euch hat es heute gefallen. Lasst gerne den Daumen noch hoch da, das wäre gut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.